Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns an, wie wir so eine etwas ältere Musikanlage mit einem Lautsprecher verbinden können, der so ein Kabel hier besitzt mit diesen offenen Drähten am Ende sozusagen. Wir schauen uns an, wie man die dort mit verbindet und wir schauen uns an, wie wir dann im Nachgang unser iPhone, nämlich mit diesem Klinkenanstecker hier, wie wir das auch noch hiermit verbunden bekommen, um natürlich bessere Musik auch auf alten Geräten abspielen können. Um den Lautsprecher jetzt als erstes einmal anzuschließen, drehen wir hier einmal die ganze Anlage auf die Rückseite. Und dann kommen diese Stecker hier zum Vorschein. Diese hier in der Mitte brauchen wir erstmal, um den Lautsprecher zu verbinden. Als nächstes schauen wir einmal hier unter den Lautsprecher. Da sehen wir dann hier einmal zwei Farben, nämlich Rot und Schwarz. Und dann sehen wir hier, das Teil mit dem weißen Kleber geht ins Rote rein. Dann schauen wir uns außen am Ende an. Hier haben wir nämlich auch noch so ein weißes Teil. Und das geht dann auch ins Rote rein. Und wir versuchen die jetzt hier einmal reinzufummeln. Zuerst machen wir hier mal das Rote. Am schlauesten ist das, wenn ihr das hier, die Kamera mal fokussieren würde, wenn ihr das hier vorne einmal so ein bisschen eindreht, damit das gerade ist. Und dann stecken wir das direkt mal hier oben in das Rote rein. Schraubt ihr am besten ein bisschen raus, dann könnt ihr die hier ganz einfach reinstecken und einmal zudrehen. Als nächstes schnappt ihr euch den euren schwarzen Stecker, dreht den auch einmal so wie gerade eben, dreht den hier ein bisschen auf und dann könnt ihr auch den hier ganz einfach dort hineinstecken. Wenn ihr dann drin steckt, dann drehen wir das hier auch einmal wieder fest. Und das war's dann auch schon mit unserem Lautsprecher. Dann gucken wir mal, ob das alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen. Um als nächstes euer Handy damit zu verbinden, braucht ihr natürlich erstmal das Handy und diesen Lightning auf Klinkenanschlussstecker, soweit euer Handy keinen Klinkenanschluss hat. Und dann braucht ihr noch ganz wichtig so ein, ich weiß nicht genau, wie diese Dinger heißen, Zing oder so. Ich verlinke euch das unten einmal in der Videobeschreibung. Braucht ihr nämlich einmal so ein Kabel mit den Dingern auf der einen Seite und mit AUX bzw. 3,5 mm Klinke auf der anderen Seite. Es ist nicht so wichtig, ob das hier jetzt drei oder nur zwei Dinger hat. Die stecken wir nämlich jetzt einmal hier auf die Rückseite. So, dann schnappt ihr euch euer Kabel. Sucht euch davon nur den roten und den weißen raus, weil ihr seht ja auch hier, die Anschlüsse sind auch rot und weiß. Dann schaut ihr einmal, es ist eigentlich egal, wo ihr es reinsteckt, aber um mir das immer besser zu merken, stecke ich das hier in AUX rein. Das seht ihr hier. Dann kommt ganz einfach weiß in weiß und rot in rot und einmal noch schön festdrücken. Dann habt ihr das schon mal geschafft. Als nächstes steckt ihr dann einmal hier euren Klinkenanschluss drauf und dann kommt einfach der hier noch da oben drauf und dann geht es auch schon los mit dem Musikhören. So, wenn ihr dann noch hier euren Netzstecker angeschlossen habt, dann könnt ihr eure Anlage einmal starten mit zum Beispiel hier auf Power bei mir. Dann holt ihr euch euren Lautsprecher, den stellen wir einfach mal dort oben drauf. Dann stellt ihr hier an dem Rädchen, stellt ihr dann einmal, wenn es noch nicht auf AUX steht, dreht ihr das einmal auf AUX oder dementsprechend das, was ihr eingestellt habt. Hier unten könnt ihr dann oft noch sowas wie die Richtung von euren Lautsprechern haben, also ob das mehr weiter rechts, mehr weiter links sein soll oder hier den Bass zum Beispiel auch anstellen. Schrauben wir mal wieder zurück. So, und dann braucht ihr natürlich noch euer Handy. Sucht euch einfach einen Song raus, zum Beispiel den hier. Am besten würde ich euch empfehlen, dass ihr den erstmal auf komplett leise stellt, damit das hier nicht die ganze Zeit rumknackt, weil das könnte ziemlich unschön sein. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel den Song starten, ganz einfach. Und dann hier aufdrehen. Ja, 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 ja.
Jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keins meiner weiteren Videos mehr verpasst.